Jetzt hat im Internet ein Wichtschuss aus der Wiener Bobo-Szene ein Foto von einem Steak gepostet und dazu geschrieben. Erstklassiges Ribeye aus den USA. Und drunter hat einer kommentiert, Steaks aus den USA, Argentinien und Australien sind in der Regel unseren geschmacklich deutlich überlegen. Am Arsch sind die komplett deppert oder was? Von welchem Land sind denn diese Vollkläscher angeflogen, bitte gewaschen? Habt ihr eine Ahnung von Landwirtschaft in Amerika? Da werden die Böden niedergespritzt, dass weit und breit kein Insekt mehr lebt. In Brasilien starten sie sogar in den Flieger und hauen Spritzmittel über den Sojavolet drüber. Dann wird gedünnt, dass leise so raucht. Anschließend hauen sie das Antibiotika und die Hormonspritzen in die Rinde rein, dass das Klump fast wieder bei den Ohren ausrinnt. Eine durchschnittliche argentinische Kur hat mehr Dopingmittel drinnen als das gesamte chinesische Gewichtheber-Nationalteam. Wenn du einen Klärschlamm frisst, hast du weniger Dreck in der Pappen. Das ist dasselbe, wie wenn du sagst, ich habe mir jetzt Bergschuhe aus China gekauft. Eine Top-Qualität. Da können unsere Schuhproduzenten aus Österreich und Bayern auf keinen Fall mithalten. Jetzt werde ich euch was sagen. Unsere Viecher gehen auf die Alm, die fressen auf der Weide, die kriegen das beste Heu. Mit dieser Qualität kann kein amerikanischer Bauer mithalten. Die können da alle scheißen gehen. Das sind genau die im Wiener Speckgürtel wohnen, am fetten Tesla in der Garage stehen haben, vom Klimaschutz predigen und dann kaufen sie sich ein Steak aus den USA. Das ist ein Statussymbol. Schaut's her, ich kann mir das leisten. Ich friss ein Steak aus Amerika. Friss weiter. Vielleicht wächst dir noch ein drittes Ohrwaschel. Vierdenk.